Dann erstmal guten Morgen, guten Tacho, Leute. Ich mache jetzt mal hier, was ist denn hier, eine leere Dose. Wenn ich ein bisschen kaputt aussehe, dann, ja, weil ich von der Nachtschicht komme, beziehungsweise die Nacht durchgemacht habe. Und da haben wir jetzt die gute Harley. Und auf der Harley möchte ich den Krümmer verbauen, 2 in 1. Und da vorne in dem Paket, was da liegt, da müssten noch originale Endtöpfe von genau diesem Modell sein. Und davon werde ich einen auf den 2-in-1 für den TÜV drauf machen. Und das versuche ich jetzt mal zu machen. Gucken, ob der Krümmer überhaupt passt. Und schauen wir mal. Wenn ich jetzt schon sehe, was richtig scheiße ist. Warte mal, ich muss mal gucken. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber der ist durchgebohrt. Ich weiß nicht, da wird es beim TÜV bestimmt Probleme geben. Mal sehen. Ich baue das erstmal an. Und dann gucken wir mal weiter. Ich muss jetzt erstmal den Sozius-Fuß-Dingsbums abmachen. Hier die äußeren muss ich abmachen, damit ich hier gleich besser handeln kann. Bei denen hier habe ich auf jeden Fall letztes Mal gemacht. Dann die 2 Schrauben ab, von dem Auspuff 2 Befestigungsschrauben, dann ist der schon ab. Im Normalfall. Rambo. Hey du. Was machst du hier? Ja, dann gehen wir da gucken. Übrigens bei der Vans und Heinz, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich mir dafür diese Quiet Buffles oder Super Quiet Buffles holen soll, weil die sieht natürlich optisch schon schön aus. Und ob ich jetzt hier den Originalen, der zwar eine E-Nummer hat, aber durchgebohrt, oder die Dinger fahre, ja, mal gucken. Die sind wirklich extrem laut. Ich bin mal gespannt, wie laut der andere dann gleich ist. Ansonsten wird, ach scheiße, ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Jetzt habe ich nämlich gesehen, dass die auch durchgebohrt sind. Kommt jetzt natürlich darauf an, wie laut die sind dann, ne? Mal sehen.
Seite. Der Krümmer ist schon mal dran. Der hat auch hier bei Luft, der kommt nirgendwo dran. Jetzt werde ich hier nur einen Endtopf mal draufstecken, festmachen und dann mal sehen. Mal gucken, ob ich da irgendwie einen Unterschied dann höre. Ja Leute, ein bisschen leiser ist es, muss ich aber alles noch ein bisschen testen. Ich habe noch keine Auspuffhalterung, die werde ich mir wohl bauen. Naja, hört sich komisch an, aber ich denke mal, für den TÜV wird es wohl reichen. Sind wir mal in meinem kleinen Zockerparadies hier. Ja, da ist erstmal ein Paket gekommen. Das werden wir jetzt mal aufmachen. Jetzt müssen wir eben hier eine Schere suchen. Habe ich doch. Mal gucken, was ist denn hier mit der Linse los. Ah, ich glaube, das sah nur auf dem Bildschirm so aus. Da ist, wie man sehen kann, okay, ist jetzt auf dem Kopf, Miller. Und ja, jetzt machen wir mal wieder zusammen auf. Echt gespannt, der ist auch verdammt leicht. Ich habe nur einen Endschalldämpfer bestellt, weil ich ja eigentlich nur einen brauche. Oh, ach du Scheiße, was sind das für Chips? Und essen? Definitiv nein. Nee, scheiße. Boah, ich habe jetzt keinen Bock hier alles zu verteilen, ey. Da ist was. Hier ist auch was. Schelle, Auspuffgarde. Das gucken wir uns gleich an. Ah, guck mal, hier sogar so ein Anhänger für Miller. Ja, FXSTCI steht zwar, aber ist ja FTC. Müsste passen. Was ist das? Nur ein Stück. Ach so, ja, das ist die Auspuffstelle. Perfekt. Die legen wir mal beiseite. So, dann müsste jetzt eigentlich nur noch. Oh. Ich habe keinen Bock hier. Zu verteilen. Ey, das ist alles, ey. Das ist ein kleines Ding. Und super leicht. Och. So. Ich wechsle dann mal eben die Kartons. Ja, Leute, das ist quasi mein Anblick immer, wenn ich zocke und streame. Da oben Licht, da die Kamera, hier meine Monitore, Mikrofon.
Ach, wie heißt der Gerät nochmal? Ja, Computer und dann so jeder ganz andere Kram, der hier so rumliegt und rumsteht. Alles klar, aber warum ich das jetzt hier drinnen auspacke, ist, es ist draußen so am Regnen heute. Ich weiß nicht, warum es heute so am Regnen ist. Aber jetzt packen wir den guten mal aus. Hier. Ich bin echt gespannt. Ey. Mann, das sieht aus wie so ein Baguette. So. Mal gucken, jetzt habe ich die Schere wieder irgendwo hingeschmissen. Ja. Keine Ahnung. So. Schauen wir uns das gute Stück mal an von Miller. Ich würde den jetzt am liebsten natürlich schon direkt anbauen und hören, aber ich habe keinen Bock, die anderen Sachen alle in den Regen rauszustellen. Aber dafür müsste ich ja schon die anderen Motorräder oder mindestens eins rausstellen, damit ich mich in der Garage bewegen kann. Machen wir das mal nicht kaputt. Ich hoffe, man kann hier halbwegs was erkennen. Okay, ich hätte gedacht, hier wäre noch ein Typenschild drauf von Miller. Aber ist leider nicht. Aber E-Nummern sind auf jeden Fall drauf. Das ist schon mal wichtig. E3, keine Ahnung, was das alles zu bedeuten hat. Ja, das wird da sein. Ich glaube, der wird sich gut anhören, Leute. Sieht halt relativ standardmäßig aus. Was mir aber direkt auffällt, für die Leute, die schweißen können. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier bei diesem Licht gut sehen kann. Aber die Schweißnähte sind nicht ganz sauber gemacht. Da ist immer noch Schlacke dran. Es ist aber Schlacke, man kann es so abkratzen. Gut. Naja. Sollen wir mal jetzt nicht so sein. Also Leute, das ist dann mein Miller-Auspuff. Also Auspuff die dritte. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt am Anfang des Videos gesagt habe. Ich habe ja ursprünglich eine Komplett-Auspuffanlage von der Dyna bestellt. Die hat überhaupt gar nicht gepasst. Also der Krümmer vom hinteren Zylinder, das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Dann habe ich die wieder mit Gewinn verkauft, Gott sei Dank. Sogar mit gutem Gewinn verkauft. So, ich packe das aber hier erstmal wieder ordentlich ein hier, wie bei Subway. Versuche ich. Ja, dann habe ich mir ja die Auspuffanlage bestellt, die ich zusammen mit euch ausgepackt habe, die zweite, wo ja alles durchgebohrt war. Zusammen mit dem 2-in-1 Krümmer, der Gott sei Dank passt. Ja, und dann habe ich aber keinen Bock mehr und dann habe ich mir für die 2-in-1 Krümmer den Miller Endschalldämpfer gekauft und ich hoffe, damit wird jetzt alles gut, Leute. Also das heißt, wir sehen uns dann in den nächsten Tagen in der Garage wieder.